Also, mein Name ist Herbert Meyer und ich bin Maler, Grafiker, mache auch Fotos und arbeite freiberuflich als Künstler, bin Autodidakt und habe mein Studium sozusagen selbst mir beigebracht. Dabei waren Reisen auch sehr wichtig, viele Reisen, früher monatelang in verschiedene Länder, und hat sich vor allem dann rauskristallisiert im Laufe des Reisens immer mehr auch Reisen in Gebiete, die sehr, wo Kulturen sind, die sehr frühe Kulturen sind. Primitiv will ich jetzt gar nicht sagen, das ist eigentlich ein völlig falsches Wort, sagt man halt so, primitive Kulturen, Afrika, animistische Stämme, die einfach ein ganzes anderes Leben bieten und mit dem Leben eine ganz andere Wahrnehmung haben. Darum ging es mir eigentlich. Also es war jetzt keine Reisen, die sich bezogen auf, sage ich mal, jetzt Tourismusreisen oder so. Ja, es war auch beschwerlich, also auch kein Urlaub in dem Sinn. Ja, das war eigentlich nicht das Ziel, sondern immer auch die Frage, wie sehen die Menschen da, weil ich kenne ja auch die Kult- oder Kunstgegenstände dieser Länder, dieser Stämme, und also namentlich jetzt mal meinetwegen die Dogon in Mali oder die Lobi in Burkina Faso, Baule in der Elfenbeinküste. Solche Stämme haben zum Teil noch animistische Traditionen, das heißt, die glauben noch an die Ahnen, die in den Bäumen wohnen und die unter den Lebenden auch sind, die Toten unter den Lebenden, denen muss man Opfergaben bringen, dass sie gut gestimmt sind, also ganz anderes Leben, das hat mich auch sehr interessiert. Dann natürlich gleich eintauchen in Megastadt wie New York, als Kontrast gleich wieder, ne? Und mir, sage ich mal, mir fiel eben auf, dass auch unsere sehr komplizierten Gesellschaften auch so eine orgiastische Schnittstellen haben, die eigentlich bei aller Klarheit auch schon wieder so ein bisschen archaisch daherkommt. Das war für mich interessant, so Vergleiche. Ne? Aber es ging vor allem um Wahrnehmung, wie nämlich war und wie leben Menschen zu meiner Zeit, also sozusagen der Begriff Echtzeit ist ja heute modern oder so, ne? Also zu meiner Zeit leben, jetzt gerade im Moment, wo ich hier bin und wir leben hier und in einer Industriegesellschaft, Informationsgesellschaft, leben Menschen noch im Busch oder in der Savanne oder die ganz, ganz anders, für uns sozusagen rückständig, ja. Aber wenn man mal da eintaucht, ich war immer ein bisschen länger dann da, dann sieht man da von wegen rückständig. Es gibt halt Dinge, die wir völlig verloren haben, ja, und die eben bei denen große Begabung sind. So ist mein Einstieg, und mit der Kunst hat es ganz viel zu tun. Ich trenne da gar nicht so zwischen Leben, Kunst und ja. Also ich komme von einer Kleinstadt, man könnte auch sagen Dorf, ne? Und mir war eigentlich schon so, vor der Pubertät waren mir manche Dinge schon ein bisschen zu eng. Ja? Also bestimmte Sachen, da hieß es halt dann, ja, das ist eben so oder das macht man halt so. Oder. Und das war mir schon eigentlich mit 12 suspekt oder noch früher. Ne? Und vielleicht lag schon da was drin, ja, dass ich später dann einfach da raus musste. So genau kann ich das gar nicht sagen, aber es war einfach, nach dem Abi war im Grunde schon der Drang, was anderes noch zu sehen. Und nicht nur einfach jetzt eben so 5 Kilometer weiter ins nächste Großstädtchen, sondern viel, viel weiter und ganz was anderes, ja, wo man dann sagt, ja, warum war das immer so? Ist es halt immer schon irgendwo anders? Ist gar nicht so immer so. Da haben sie was anderes, wo immer schon so war. Vielleicht hat es damit zu tun. Ne? Also, warum ich letztlich dann da in die Richtung gegangen bin, kann ich selber auch nicht sagen. Aber das Interesse war halt da. Ne? Und bezogen auf die Kunst war da schon natürlich auch das Interesse da, dass ich Kunst eigentlich so jetzt nicht nur von der Schule her verstehen wollte, natürlich Handwerk muss man auch lernen oder so, aber das konnte ich für mich immer sehr gut eigentlich. Ne?
Aber der geistige Raum, den die Kunst dann braucht, da war für mich einfach ein anderes Ding da oder so. Wo ich dachte, ich muss da wirklich raus. Ne? Und ich habe das auch bewusst so gesehen, dass das meine Lehrzeit ist, die nicht nur 3 Jahre geht oder ich bin 4, 5 Jahre beim Professor, dann bin ich der Schüler gewesen und dann läuft die Geschichte vielleicht, sondern ich will so ein bisschen am Leben geschliffen sein oder so, war für mich so was. Ne? War das so, während meiner Gymnasialzeit war ich eigentlich mehr technisch und naturwissenschaftlich orientiert. Ich wollte eigentlich Physik studieren, Elektronik, so in die Richtung, habe Mathe dann Leistungsabi gemacht und zwar eigentlich so knapp bis zum Abi, eigentlich alles für mich klar, in die Richtung gehe ich. Ja? Und dann kam einfach plötzlich war der Boden weg. Ich habe gemerkt, kurz vom Abi schon, ich mache das jetzt halt noch, mache die Prüfungen und dann hat es mir den Boden weggezogen, da wusste ich, ich fange jetzt malen an. Gleichzeitig dachte ich, Mann, ich kann doch gar nicht malen. Ja. Ich habe viel kreativ gearbeitet, so vor der Pubertät und so in der Zeit, aber dann kam eben die Technik rein oder die Naturwissenschaft. Und deswegen, warum das so, das kam von mehr oder weniger in einem Jahr, ja, wo ich auch nicht wusste. Ich fing an, Philosophie ein bisschen zu lesen und so und vielleicht da, aber warum ich das angefangen habe zu lesen, kann ich auch nicht sagen. Ne? Aber dann war es halt passiert und nach hatte ich noch eben ja Zivildienst zu machen. Das war so eine Pufferzeit, wo ich mich noch gesellschaftlich konnte so irgendwie sagen, okay, niemand merkt es noch und ich habe noch Zeit zum Überlegen, aber eigentlich war es passiert. Die Entscheidung war um und als das um war mit dem Zivildienst, war klar, ich gehe den Weg, den ich gerade vorher gesagt habe, ne, auch mit den Reisen und mit dem Selbststudium und so. Es war eine Lebenshaltung auch. Erste Reise wirklich so, die ich alleine, auch das war so per Anhalter, das war damals natürlich auch ein bisschen Mode, aber es wäre auch gar nicht anders gegangen finanziell. Die erste Reise war ich glaube ich 17, noch im Gymnasium, habe ich in einer Schmiede gearbeitet, erst Geld verdient und bin dann nach Kreta per Anhalter, so Jugoslawien gab es damals noch den Autoput runter, war ich eine Woche an der Straße und dann über Athen nach Kreta und da fing ich dann richtig das Zeichnen an. Und nach Kreta habe ich bis heute Kontakt auch. Ne? Also das sind jetzt auch schon Jahrzehnte. Ne? Ich kenne da auch noch Leute in den Dörfern und so. Ne? Und da fing ich an, weiß der Teufel warum. Ne? Also kann ich nicht sagen, wirklich. Ja. Das war meine erste Reise und dann folgten eigentlich jährlich Reisen. Also die gingen dann die ganze Gegend entlang, also von immer wieder über Kreta und ich habe dann eben wenig Geld gehabt, da habe ich mich manchmal so bei so Tanker und so und dann musste ich ein bisschen putzen, da kam ich so übers Meer, alles was Geld gekostet hat, habe ich dann auf die Art billig können machen, kam ich dann nach Haifa, kam ich also Israel und nach Alexandria, Ägypten bin ich da runter getrennt bis runter und so diese ganze Ecke dann Türkei und dann auch per Anhalter bis Indien und dann hoch Klein-Tibet, so die Ecken habe ich alles, Pakistan und Iran, da war Krieg gerade, da gab es Khomeini, so. Das waren alles so Reisen in der Zeit und in den 90ern kam dann immer mehr auch, also Südamerika kam dazu, aber es kam dann auch mehr Afrika dazu, ne? Das waren dann schon die härteren Geschichten, so, ja, aber auch die schönsten. Ne? Natürlich habe ich mir dort alles angeguckt, natürlich die Ruinenstädte und so, typisch natürlich bildungsbürgermäßig auch dann, ja. Aber ich muss sagen, wesentlicher war für mich, dort zu leben mit den Leuten, in so ein Dorf rein, nicht immer nur in die Großstädte, ja. Ich bin dann in die Dörfer rein und war dann einfach dort, ne. Und wollte einfach verstehen, wie Menschen, natürlich, wenn ich jetzt in Ägypten bin, haben diese Ägypter mit den Pharaonen vor 3000, 4000 Jahren natürlich nichts zu tun. Trotzdem wollte ich verstehen, wie die
auf so Sachen reagieren, wie die das sehen, wie die auch selber leben, das war für mich schon wichtig. Ne? Also nicht nur die Museen. Und das war für mich auch, und jetzt natürlich nach so vielen Jahrzehnten später, ne, denke ich, war auch gerade richtig, weil man kann nicht alles aus dem Museum raus verstehen. Ja? Das Museum bietet vor allem auch oft fertige Dinge an, ja? Also die, an denen man nichts mehr machen kann. Ja? Aber diese Unfertigkeit des Lebens, da kann man immer ein bisschen was rausholen für sich. Ja? Das fand ich eben gut und das mache ich heute auch noch. In letzter Zeit habe ich gar nicht so viel Zeit zum Reisen, muss ich sagen, ne? Weil ich jetzt diese Arbeit auch gemacht habe, die das erfordert hat, dass ich mal bleibe. Also ich bin jetzt nicht unbedingt nur ein Reiser, das wird mir auch gerne ein bisschen so untergelagert, das haben die Leute gerne, aber das ist jetzt auch nicht nur so. Ne? Ich bin jetzt, wo ich älter werde, diese Extremreisen, die ich früher gemacht habe, brauche ich jetzt weniger. Früher hat es mich einfach gezogen. Ja? Nach 2 Jahren also musste ich. Und jetzt kann ich schon auch so aushalten mal. Ne? Aber das liegt auch daran, weil ich das Gefühl habe, ich habe unglaublich viel gespeichert. Ich könnte auch mich einschließen und würde, glaube ich, es wird weitergehen. Ja? Also es ist nicht unbedingt jetzt noch so eine Abhängigkeit. Trotzdem genieße ich es natürlich zu sagen, ich gehe das mal vor Ort an und mir ist es immer ein bisschen zu spät, nur darüber zu lesen. Das wird ja gefiltert. Ich sehe dort was ganz anderes. Ne? Für Kunstbände ist das alles geschönt, gefiltert, was Menschen so in der Regel so gerne sehen. Aber ich gucke lieber so Schnuddelegge an. Die ist nirgends, wenn ich nicht dort bin. Ne? Also so ist es immer noch wichtig, ne? Auch wenn es die Häufigkeit nicht mehr hat. Ich bin natürlich auch viel stärker jetzt im System drin mit dem, was ich mache. Ich lebe von meiner Arbeit, kann ich nicht ständig sagen, ich hau da ab. Ne? Und dann sind die Reisen auch anstrengend natürlich. Ne? Klar. Ja, die Skizzenbücher sind immer dabei eigentlich. Auf Reisen sowieso, aber es sind keine Reisebücher, sondern unter den Skizzenbüchern gibt es Reisebücher. Aber ich arbeite in den Skizzenbüchern auch jetzt so zu Hause oder wenn mir was einfällt, da kritzel ich immer drin rum oder mache mir Notizen. Und da sind auch Studien drin, also wenn man die Skizzenbücher parallel zu meiner Arbeit anguckt, dann findet man die Arbeiten immer wieder. Da kann man schön nachgucken, ah, jetzt ist er gerade da und dann kommt das Bild irgendwann. Das kann aber dann, so ein Ölbild kann dann ein Jahr später erst plötzlich kommen, ja, weil ich ein ganzes Jahr darüber nachgegrübelt habe und immer wieder mal was probiert habe und so. Aber es sind keine Reisebücher natürlich. Wenn ich 2 Monate unterwegs bin oder 3, habe ich meistens 2 Bücher voll auch gehabt und es ist eigentlich ein anachronistisches, heute geht man dann natürlich mit Handy oder man kann auch reinzeichnen oder so, aber das ist nicht meins, sage ich jetzt so. Da fehlt mir die Sinnlichkeit. Ich bin halt dann doch, ich brauche ein Skizzbuch, ne? Und einen Bleistift. Und ich sehe daran dann auch, was sehe ich wirklich, wenn ich es dann ins Buch eintrage. Als Zeichnung, dann sehe ich natürlich, was ich nicht gesehen habe, wenn es nicht hinhaut. Und wenn ich es nur so angucke, dann glaube ich natürlich, ich hätte es jetzt durchschaut. Ne? Das ist mir noch ganz wichtig, ja, schon. Es ist so, die Skizzenbücher, die mache ich. Und es ist dann oft so, ich gucke da gar nicht mehr rein. Was ich da drin gezeichnet habe, ist mir dann ganz, das vergiss ich nicht mehr. Ja? Also ich habe das präsent und wenn ich dann so im Atelier meine Arbeit wieder mache, ist mir das alles da, was ich als Skizze schon mal gemacht habe. Das brennt sich so viel besser ein, wie wenn ich nur irgendwo eben was angeguckt habe. Ganz selten gehe ich mal was durch, aber gar nicht unbedingt, weil ich jetzt was suche, um zu gucken, wie habe ich es da gemacht, sondern halt mal so, wie eine Reise wieder. Ja? Aber wenn ich was brauche, das habe ich schon, das weiß ich, ich habe das so gezeichnet und da kam der Prozess zustande, den kenne ich dann. Ne? Also für mich ist eigentlich das Skizzenbuch, wenn es gemacht ist, ist es eigentlich drin im Kopf und
Aber sehen ist natürlich immer was anderes. Ich sage, ich kenne Rembrandt, Mann mit einem Goldhelm oder so, ja. Aber wenn ich ihn dann sehe, ist es ja was anderes. Sonst könnte man sagen, ja, was sollen die ganzen Bilder noch? Ich habe sie einmal gesehen und dann kann ich sie ja, brauche ich sie nicht mehr. Aber wenn ich jetzt vor einem guten Bild stehe oder Van Gogh oder was auch immer alles und ich gucke das Bild an, ist was ganz anderes wie meine Erinnerung an das Bild. Das wird heute gern vergessen bei Reproduktionen. Wir leben alle nur noch von Reproduktionen und glauben, man kenne dann das Bild. Und das ist auch das Konzept, wo ich hier habe. Ich wollte diese Reproduktion, ich habe es ja über eine Reproduktion gemalt, aber ich wollte es dann nochmal hochpushen, dass es nochmal eine eigene Intensität bekommt. Da sind meine Museumsdamen auf den Titel gekommen. Frau Litz und die Frau Isabel Herda, ne, die auch kuratiert hat die Ausstellung. Und wir haben uns lange überlegt, was für ein Titel. Ich nenne mein Projekt Visuelle Bibliothek. Also wie bei Büchern, ich kann in Bücher rumkramen und kann dann die ganze Ausstellung oder kann mir praktisch die globale menschliche Geschichte aus Büchern. Ja, ich sitze in einer Bibliothek, die das alles beinhaltet und kram da. Ja, und da ich auch ein Büchernarr so bin, sage ich jetzt mal, liegt es auf der Hand, dass ich es dann auch Bibliothek nenne, aber visuell eben, ja, übers Sehen und nicht übers Lesen. Also Sehen ist auch Lesen, wenn man so will. Und dann war halt die Frage, naja, visuelle Bibliothek, ist das jetzt ein toller Titel für die Ausstellung? Und dann fanden die Kuratorinnen das nicht so. Ich hätte mit leben können, aber es war auch so, dass ich sage, ja gut, es gibt vielleicht schon einen besseren Titel wie das. Ne? Das ist mein Werktitel. Und plötzlich kam die auf die Idee, fand ich einen guten Titel. Den kann man natürlich auch missverstehen. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, das heißt, Herbert Meyer weiß, wer wir sind. Das ist natürlich mitnichten gemeint, ne? Sondern im Grunde ist das eigentlich eine Frage. Und es ist ja auch, was ich hier mache, es ist ja auch, es hat ganz viel mit Erbe zu tun. Ja? Das sind ja Hinterlassenschaften über 40.000, 50.000 Jahre menschlichen Kulturen Lebens, die letztlich in uns drin stecken. Und da verbindet sich mit meiner Reiseerfahrung in den verschiedenen Kulturen. Ja? Das war, glaube ich, dann einfach so, irgendwann ist das raus explodiert. Ne? Und da finde ich eigentlich den Titel dann doch schon gut, weil er einfach wir sind. Man kann alles trennen, man kann es zusammenlesen oder eben in drei Worte lesen. Man kann ein Fragezeichen hinter dran stellen oder ein Ausrufezeichen oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht die Behauptung, ich wüsste, wer wir sind. Also gar nicht. Ne? Das ist überhaupt nicht mein. Im Gegenteil, das ist ja gerade die Frage. Je mehr ich sehe, desto weniger weiß ich, wer wir sind. So ist eigentlich gedacht. Ne? Ich war 2008 in Mexiko, Guatemala, hatte ich eine längere Reise da und eben die Skizzenbücher sind jetzt das Bindeglied, sage ich jetzt mal, zwischen meinen Ölarbeiten und den Arbeiten jetzt, die man hier sieht. Und 2008 eben dort und die Mayas, die Azteken, die hatten ja, und auch die früheren Kulturen vor den Mayas, die Olmeken und wie sie alle heißen, also schon 3000 vor Christus gab es da Hochkulturen, ne? Da, die haben unglaublich abstrahierte Figuren auch. Manche könnten in die klassische Moderne, wird man gar nicht bemerken, dass die nicht 1910 gemacht sind oder so, ne? Habe ich auch ein paar hier in der Ausstellung. Und dieses Alter und diese Ferne hat mich interessiert. Und eigentlich wollte ich nur in den Skizzenbüchern mal ein paar Sachen mal wieder abzeichnen und probieren, wie in meinen Ölbildern, die man jetzt sogenannte abstrakt sagt, das sehe ich nicht ganz so, aber sagen wir jetzt mal abstrakte Bilder erstmal, der Einfachheit halber, wollte ich einfach dasselbe Prinzip dieser Lasuren, dass ich lasiere ja über ein ganzes Jahr die Bilder hoch, bis sie dann auch so einen Farbraum haben. Da ist nämlich die Nähe zu den Farbräumen, die ich da, nur sind es eben Gesichter dann, die in den Farbräumen liegen und bei den sogenannten abstrakten Bildern von mir sind es halt auch, es sind auch Formen, aber die haben keinen Namen. Die heißen eben nicht Gesicht oder Stuhl oder Tisch, sondern sind namenlose Figuren, die ich mal, sage ich jetzt mal, oder
Ja? Deswegen, da ist jetzt das Wort abstrakt ein bisschen gar nicht so angebracht. Ne? Wir nennen im Grunde halt dann abstrakt in dem Moment, wo wir nichts mehr mit Namen machen können, wo wir den Dingen, die wir auf dem Bild sehen, keinen Namen mehr verleihen können, dann neigen wir dazu zu sagen abstrakt. Aber ich arbeite die Formen genauso durch, dass sie dinglich werden, wie ich jetzt ein Porträt dinglich male. Ne? So, das war also praktisch der Verknüpfungspunkt, diese Farblasuren. Und dann dachte ich also, gut, ich male mal diese zwei, drei so Mexiko-Figuren und überlassiere die so mit Farbschichten, dass die immer ferner werden, also dass ich diese Ferne habe. Gleichzeitig, wenn man das lasiert, das sehen Sie hier ja auch, wird es aber auch ganz präsent und kommt her. Also Nähe und Ferne, dieser eigentliche Widerspruch hebt sich dann auf. Und das wollte ich einfach nur probieren, mal mit einer Figur. Ich habe früher auch porträtiert, das ist halt nur ewig her. Ne? Und merkte auch, da ist was dran. Dann war mal der erste Groschen gefallen. Da hatte ich das Konzept noch nicht. Ne? Dann bin ich später nach Kreta, hatte ich ja schon mal gesagt, da kenne ich Leute sehr lange, schon 30, 40 Jahre inzwischen. Und habe dann auch mal gesagt, komm, setz dich mal hin, ich mache mal ein kleines Porträt ins Skizzenbuch. Und hatte dann auch den Drang, der muss jetzt auch überlasiert werden, ne, der Lebende. Und dann habe ich gemerkt, der kriegt jetzt dieselbe Ferne und Nähe wie diese 3000 Jahre alten Figuren. So, dann hatte ich praktisch fernste Vergangenheit und Gegenwart. Nächste Gegenwart, ja, und dann dachte ich irgendwann, oder das kam halt so im Laufe von einem Jahr, ne? Das war alles so zwischen 2008 und 2009, ja, und dann dachte ich, oder plötzlich kam mir es dann, naja, jetzt habe ich die fernste Ferne und die nächste Nähe, ich fülle alles und das ist eigentlich unser Erbe, das macht uns eigentlich aus, das lastet auch auf uns, ja, ist ja auch Belastung, ja, ich kann ja gar nichts mehr machen, ohne dass das auch weiß, das ist da schon, und das nenne ich dann Speicher. Ich nenne alle Bilder eigentlich Speicher. Das kommt daher. Das kam schon ganz früh auf meiner Reise, kam die Idee schon des Speichers. Hat sich aber in die Bilder erst später dann so rein. Und im Grunde war dann 2009 klar, okay, ich nehme praktisch Zitate aus der ganzen, nicht nur Kunst, sondern auch Kulturgeschichte des Menschen. Und der übergeordnete Gedanke war eigentlich, wie blickt der Mensch auf den Menschen seit jeher, seit der Kultur schafft. Ja? Wie hat ein Steinzeitmensch auf den Menschen geblickt? Jetzt gibt es ja da den Löwenmann, 42.000 vor Christus, der in Ulm, im Ulmer Museum, ne, ist da, also der aus der Schwäbischen Alb kommt. Ältester Fund im Moment, was figurative oder figürliche Gestaltung betrifft. Ne. Da muss ja also ein Mensch da gewesen sein und an dem Mammutknochen oder an dem Mammutzahn rumgefeilt und geschnitzt haben, mit einer bestimmten Absicht, die uns natürlich für immer verborgen bleiben wird, und macht einen Mensch mit einem Löwekopf, ja. Und wenn es auch eine Gottheit dann war, wie auch immer, ist sie immer menschlich gewesen. Also deswegen findet man hier auch ganz viele Götter natürlich. Aber die Götter sind ja immer als Menschen gestaltet. Also kann ich sagen, wie blickt ein Mensch auf einen Mensch, auch wenn ich Gott mit einbeziehe. Es gibt da Ikonen, ne? Ich glaube, der Löwenmensch gehört inzwischen sogar dazu, ne? Dass so wie eine Ikone aus dieser ganz frühen Zeit ist. Natürlich, dann gibt es Ikonen, Andy Warhol und so Sachen, die habe ich schon drin. Aber ich wollte außer den Ikonen auch einfach andere Sachen haben, die ich für genauso gut halte, aus den Zeiten, die halt weniger namhaft sind. Ne? Also beides wollte ich drin haben und dass einfach da verschiedene Zeiten und eben die Räume der Zeiten, also die Epochen, zum Ausdruck komme. Und dafür brauchte ich im Grunde erstmal die Zitate. Ne? Wenn ich ein Zitat aus der Renaissance brauche, um diese Epoche reinzubringen, muss ich mir halt einen Maler suchen oder einen Bildhauer oder ja, so. Und den wähle ich dann nach den Kriterien aus. Ich denke natürlich, Tizian ist sicherlich
Auch wenn diese Auswahl eine subjektive ist, gehört Tizian mit Sicherheit zu den Malern, wo man heute nicht mehr darüber diskutiert, gehört er jetzt zur Renaissance als guter Maler oder nicht, oder später dann, Renaissance ist ja keine mehr. Aber also ich denke, alles ist im Grunde subjektiv, das wird es aber auch alles sein, was ein Mensch macht, zwangsweise. Ne? Und trotzdem versuche ich da eine Universalität reinzukriegen, eben was uns alle angehen kann, das wäre dann das Universelle. Und das muss jeder selber entscheiden, geht es ihn was an. Eine Ausstellung ist immer, kann man immer die Augen zumachen, durchlaufen oder man muss gar nicht reingehen. Ist immer ein Angebot, mehr ist es nicht. Ne? Naja, als ich jetzt mal so in Richtung dieser Ausstellung kam, in die Vorbereitung, habe ich mir natürlich noch viel Gedanken machen müssen, was fehlt, oder meiner Meinung nach. Und da musste ich natürlich dann feststellen, eigentlich fehlt alles. Ja? Also ich habe eigentlich nur 500. Das ist natürlich eine unheimliche Zahl, aber wenn ich jetzt an das Projekt denke, was ich da will, fehlt eigentlich alles. Ja, ist ja klar, ist ja nichts da. Man kann ja nicht meinen, mit 500 hätte ich jetzt 40.000 Jahre abgedeckt. Ist mir auch egal, will ich auch nicht. Wie soll ich sagen, das ist einfach, man läuft da durch, wenn man will, ja, und hat und bekommt vielleicht davon Räume und Zeit und Gestaltung und dem Gestaltungswille der Menschen was mit. Und auch wenn was fehlt, bekommt man viel mit. Ja? Und fehlen wird immer was. Und ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass irgendwas fertig, also es wäre ja vermessen, ne? Wird sowieso nicht gehen, aber den Anspruch habe ich gar nicht. Ne? Ich wollte nur in sich schon eine abgerundete Sache haben, was ich glaube ich auch, was auch so ist, aber nur abgerundet, ja, aber nicht fertig natürlich. Ne? Ja? Und da geht es halt weiter, klar, also da könnte ich jetzt vieles nennen, das ist praktisch jetzt gar nicht so notwendig. Natürlich fehlen in ganz viele Epochen immer noch Unterepochen und so weiter und so weiter. Ich habe auch die wichtigsten Maler noch nicht alle drin, aber auch das ist jetzt nicht so wichtig. Ne? Aber wenn ich Zeit habe und wieder weitermache, dann wird es halt wichtig, dass der noch reinkommt und jener noch oder halt auch Aussichten auf Zukunft. Ich sehe das Projekt ja nicht jetzt nur als rückwärtsgewandtes Projekt, in dem Sinne, das sind jetzt nur archivarische, also praktisch Sachen von früher, sondern mit den Lebenden, die auch drin sind, sind mindestens 20 Porträts von Zeitgenossen, ist das ja auch eine vorwärtsgewandte Geschichte, und zwar in der Form, dass ich die so behandle, auch mit den Lasuren, wie ich es vorher gesagt habe, wie die Alten. Und wenn jetzt ein Besucher reinkommt, der jetzt die Lebenden kennt oder bemerkt, es sind Lebende, weil im Moment merkt man das vielleicht gar nicht durch die Verarbeitung, dann ist es eigentlich so, dass der Betrachter in die Zukunft versetzt ist, weil die Lebenden, die er kennt, sind da schon im Archiv und sind schon behandelt wie die ganzen vergangenen Artefakte. Ja. So, also das habe ich damit auch im Sinn, dass der Bogen auch in Zukunft gespannt ist. Und auch mit den Lebenden will ich noch viel mehr machen natürlich. Ne. Und dann gibt es natürlich auch so Transhumanismus, Silicon Valley, da, das geht ja dann schon wieder in Robotermenschen und also da habe ich mich in letzter Zeit auch auseinandergesetzt, durch das Projekt vor allem auch, ne, wo ich gemerkt habe, die arbeiten da ja natürlich schon an Sachen, das kann man gar nicht glauben. Ne. Und was jetzt angesagt ist für mich natürlich an dieser Stelle, ich beurteile das nicht. Also ich stelle die Sachen ja auch hier auf weißes Papier, der Kontext fehlt, der zeitliche Kontext fehlt, der räumliche fehlt, der Epochenkontext fehlt. Und gleichzeitig, da alle gleichmäßig immer auf DIN A4 ungefähr gestaltet sind und gleich und mit den Lasuren und dieses Ausgesparte auf weißes Papier, ist es praktisch so, dass ich alle als gleichwertig anerkenne. Für mich ist die Mona Lisa nicht mehr wert wie eben so ein ganz
einfache Steinkopf vielleicht, den man in Sardinien gefunden hat oder so. Ja, also das Wort primitive Kunst oder so mag ich eigentlich deswegen gar nicht gerne, ne? Weil das hat schon eine Bewertung und das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich will gar nichts bewerten. Die stehen da, alle ganz neutral und so sehe ich das. Und so stehen die Lebenden mit den Toten und mit den Vergangenen alle ganz neutral da. Und deswegen, wenn ich jetzt auf Transhumanismus komme und diese Robotermenschen oder so, dann meine ich nicht, dass ich jetzt das so groß vertreten will damit, sondern das ist ein Angebot, das gehört jetzt auch zu dem, was menschliche Kultur ist. Ja? Und ohne, dass ich es bewerten will. Das steht genauso da. Und dann kann man sehen, ah ja, das ist genauso da, das ist jetzt Gegenwart auch. Ne? Und auch unsere Zukunft eventuell, wenn schon im Erbe drin ist. Ne? So ist es gedacht, also ohne Gleichwertigkeit aller Artefakte, ohne Bewertung. Musik.